Wir kommen heute zur nächsten Folge von Path of Exile. Heute geht es dann von Prisoner's Gate Richtung Merville. Mal sehen, ob ich Merville heute schon schaffe. Und dann wäre der erste Akt auch bereits abgeschlossen. God bless you on this fine day, Exile. Okay, da habe ich jetzt auch schon den nächsten Master, Eleron. Und entweder, also da es hier drei Relikte sind, werde ich wahrscheinlich die drei Relikte beschützen müssen. Aber erstmal dann noch hier die anderen Mobs so weit wegbekommen. Weil es wird normalerweise anstrengend genug, die drei dann im Auge zu behalten und dafür zu sorgen, dass sie nicht zerstört werden. Und vorher noch ein Levelaufstieg. Ich werde mich entsprechend, da ich jetzt hier schon nach unten mich weiter bewegt habe, weiter den Weg hier rüber gehen zu den beiden Hauptknoten und dann zur Life Regeneration und Mana Regeneration. Aber nun erstmal zu Elrond und seiner Quest soweit erledigt. And thus my prayers are answered. None too soon neither. So lay about you, Exile, and quickly now. This nightmare sense our cause and choose to tighten its grip on this place. Okay, das heißt, dieses Mal ist umgekehrt. Obwohl es nur drei sind, soll ich die drei letztlich zerstören. Und mich dann erstmal hier auf die konzentrieren. Dass ich wirklich in den... Okay, anderthalb Minuten sind für die drei jetzt überhaupt kein großes Problem. Vielleicht sind die Masters-Missionen auch insgesamt ein bisschen einfacher geworden, aber ich glaube, liegt eher daran, dass ich halt noch ganz am Anfang stehe. Und so ist jetzt schon die erste abgeschlossen. That was some damn divine slaughter you delivered there, Crusader. You did God proud today. You come visit me in Lionheart's Watch next time you're there, for I'm more crusading where that came from. So, weiter oben macht mir jetzt dann die Piety die Tür sozusagen vor der Nase zu und sorgt dafür, dass ich eben den Umweg laufen muss Richtung Merville. Okay, da kommt auch schon der Hauptboss für diese Runde. Guardian of Mount. Und da oben ist noch ein Schrein, den kann ich mir erstmal holen. Habe ich auf jeden Fall mehr Durchschlagskraft. Ich denke, es ist mit Pfeilen. Ne, Inkraft, Schrein, Effekt und so weiter. Auf jeden Fall laufen hier eine ganze Menge blaue Monster mit rum. Aber jetzt ist er gleich erledigt. Ja. Oh, der zweite ist jetzt auch gleich hier. The Burning Maze. Der kommt normalerweise erst im hinteren Teil. Bevor es zur Shipyard Grave geht. Jetzt waren sie hier beide ziemlich dicht aufeinander. Juhu, Orb auf Alchemie verwendet. Und das Ding friert mich gleich ein, wenn ich die öffne. Dafür 5 zusätzliche Magic Item und 4 Additional Item und Identified Items. Naja. Gut, Freezing Time überstanden und jetzt gilt es, die Monster noch zu erledigen. Mal gucken, was Interessantes dabei ist. Gut, Magic sind ja nur die blauen Item, aber es... Okay, also viel war da jetzt nicht drin.
Und blau ist doch ein bisschen wenig. Okay, aber das kann ich auf jeden Fall mitnehmen. 3,2 statt 2,5. Und Life on Kill. So, da ist ich schon. Tja. Muss ich das Traumatic Seal dann später im zweiten Akt finden, um es von der anderen Seite wieder zu öffnen. So, von hier aus geht es dann in die Shipyard Grave. Life and death live side by side. This is a strange land. So, da ist auch schon der Wegpunkt. Womit auch eine weiteres Challenge Achievement abgeschlossen ist. Und schon wieder ein Level aufgestiegen. Und gleich den Skill Point vergeben. Frankly, I would have been surprised if you hadn't recognized me. I'd surmise that if you have Mervale's necklace, you have the Siren's voice. Farewell. Also auf zur Suche zur Allflame und später dann weiter zu Mervale. Oh, da kommt die erste Side Area. Kann ich jetzt hier das nächste Element für die Challenges erfüllen? Weil es war ja der Encounter, dass ich hier eine Wahl-Side-Area, dass ich dort den Boss killen soll. Mal schauen, wie gefährlich das wird. Jetzt noch so am Anfang. Also wir bekommen Endurance Charge und 30% Lightning Resistance. Gut, das stört mich jetzt nicht, weil ich habe ja eh kein Lightning aktuell in Verwendung. Ah, das ist die, glaube ich, die offene Area mit dem Ziegenbock am Ende. Noch kann ich ihn nicht sehen, aber da kamen schon die ersten Blitze, die von dem Ziegenbock stammen dürften. Mit seinem Stab, genau. Shackhead, Master of Flitz. Ja genau, er kann auch noch die Totems machen. Aber das sollte ihn jetzt nicht lange abhalten. Ha! Complete Encounter, Complete Full Clear Area und Kill Wahlbosses. Gleich 3 auf einmal. Also Complete Encounters 1, Complete Encounters 2, Full Clear Side Area und Wahlbosse. Kill these Wahlbosses. Okay, einer von 12. Ja. So geht es Stück für Stück weiter. Und ein Wahl-Eisnova-Gem. Oh, das ist ja cool. Das heißt, ich muss jetzt nicht immer den ganzen Weg zurücklaufen, sondern kann dann, sobald ich das Ding geöffnet habe, direkt durch ein Portal zurückkehren. Das ist auch eine praktische Neuerung, weil eigentlich ist es ziemlich blöd, immer da durch diese leere Area zurückzulaufen bis zum Anfang. Also auf durch das schöne neue Portal. So, dann auf jetzt die Allflame zu holen. So, dann fehlt jetzt nur noch der Bosskampf, bevor ich dann die Allflame dort vorne holen kann. Da ist sie schon. Strange Charm. Und leicht zu besiegen gewesen. Und jetzt die Allflame. So, dann auf zum Bosskampf gegen Fairgrace, nachdem er die Allflame bekommen hat. My Allflame, my blessed damned Allflame,
I have little option but to make do with what I have. Namely, you. Ja, hier wird Vergelf nicht lange überstehen. Ich kann die Totenschädel auch killen. Nur die fliegenden Waffen natürlich nicht. You were a good man in a bad situation, Fairgraves. Jetzt kann ich auch den Rauhquiver austauschen. Oh, nochmal 3 bis 4 Physical Attacks. So, 144. Zu 165. Ordentliche Steigerung. So, mein Skillpoint für Fairgraves Mission. Fehlen bloß noch 3 Punkte für die beiden Knoten und dann noch einige Punkte bis zur Life Regeneration und dann Elemental Resistant. So, jetzt sind die Cavern of Wraiths auf dem nächsten Weg Richtung Merville. Okay, noch eine Unterstützung für den Kampf gegen Merville. Lightning Arrow, Lightning Strike oder Rain of Arrows. Das ist der, den ich immer noch sehr gerne benutze. Nur schade, dass ich im Moment zu wenig Grün habe. Werde ich mal schauen, dass ich den hier noch in Grün Socket verwandle. Ja, mit Armor und Energy Shield hat es halt keine große Chance, Grün zu bekommen. Da bräuchte ich schon Evasion Rating. Okay, der hat Evasion Rating, da müsste ich schneller einen Grün bekommen. Komm schon. Ja. So, dann kann ich den Rain of Arrow auf jeden Fall noch mitnutzen. Da ist jetzt die erste Amarissa, die Tochter von Merville. Wird Zeit, einmal den Bogen zu wechseln. Mal schauen, 93, 78, 165. Das ist doch schon mal eine schöne Steigerung. Gut, den brauche ich dann nicht mehr. 2 bis 4 Physical Damage to Attack. Ist ja fast noch besser als der. 17 Intelligence, 24 Lightning Resistant. Mal schauen, das dürfte dann hier auf den 1,84 keine große Auswirkung haben. Im Gegenteil, noch ein bisschen mehr. Sehr schön. So, nun habe ich Evasion Rating und Energy Shield. Die Sachen, die mir noch am besten gefallen. Ein bisschen weniger Lightning Resistance, dafür werden 9 Sachen reflektiert. Okay, weniger Stärke, weniger Intelligence. Mal gucken, ob sich das in der Schadenzahl auswirkt. Ne. Da kann ich auf jeden Fall später noch einen weiteren Gem mitnehmen. Da ist jetzt auch schon der Encounter mit der nächsten Tochter von Merville. Und wieder ein Level dazu. Ja, da wo der Goldglitzer beginnt, geht es dann ziemlich schnell in die Höhle von Merville. So, auf zum Kampf mit Merville. Ja, in den Eisfallen sollte ich auf jeden Fall nicht so lange stehen bleiben.
Und mal sehen, wenn sie dann gleich wieder switcht und jetzt hier in der ersten Stufe ruft sich zumindest noch nicht ihre vielen Begleiter. Und jetzt die Twisted Merle, die dann statt Eis eher mit diesen Wassersäulen arbeitet. Na, wo steckst du? Mal schauen, ob sie jetzt eigentlich noch... Normalerweise hätte sie ja schon ihre zwei Töchter rufen müssen, aber... Das kommt wahrscheinlich erst in den höheren Leveln. So, und damit ist die nächste Challenge... Beziehungsweise die Kill Acts... Was war das? Kill these Normal Act Bosses. Ah ja, genau. Das heißt, Akt 1 ist abgeschlossen. Und ein weiteres Currency vom Vendor Recipient. Also soweit für heute, der Abschluss von Akt 1. Und als nächstes geht es dann eben weiter im Akt 2 im Sword and Forest, wo es dann darum geht, erstmal die Passage wieder zu öffnen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!